Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 Ehrengrad. Ich bin hier mal immer noch weiter in einer rüben Ernte. Kippe jetzt hier den Bürger mal aus, damit er dann gleich wieder runter zum Feld fahren kann. Der T7 hat gerade wieder Stillstand, weil er voll ist. Und wir haben diese Folge wieder neue weitere Factsheets, beziehungsweise wir wollten noch sogar zu der Schokofabrik bringen. Genau, da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Beziehungsweise gestern. Gut. Und wie immer, letzten Wochen, es ist eine scheiß verdammte Hitze draußen. Ich schwitze mir hier einen Scheiß ab. Hab zwar Ventilator hier laufen. Aber ja. Mir wäre es lieber, wenn es ein bisschen kälter wäre. Und keine 24 Grad draußen. Und 26 drin. Wie ich gerade sehe. Ich glaube, wir sind schon mal eine Rolle in komplett. Aber. Ja, was soll ich machen? Klimaanlage ist mir ein bisschen zu teuer. Habe ich jetzt kein. Also, nee. Nee. Als er vielleicht geil, würde vielleicht auch was bringen. Aber. Ich krieg ja wieder Geld für dich und der Mutter. Ah, nee. Vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken, da muss ich hin, ja. Gut, die fahren. Dann nehmen wir doch gerade mal das Auto. Und fahren da mal rein. Zu den Factsheets kommen wir auch gleich, den wir hier abgeladen haben. Und ja, sind also wäre man dann gleich abladen. Frage ist nur, wo der Kram jetzt hin muss. Ich glaube, da. Oh ja, perfekt. Hey! So, und jetzt? Ach, ich hab. Jetzt braucht gar kein Fahrzeug zum Abladen hier. Naja, gut, okay. Dann darf der halt wieder hoch. Nicht mehr. Ah. Okay. Schokolade. Milch 2400 Liter Zucker, knapp 3000. Eine der Schokolade haben wir schon. Okay. Ich denke mal, die spawnen dann hier. Und dann kann man sie verkaufen. Man bringt eine Schokolade am meisten. Je nachdem, was, wie viel da rauskommt. Oh, sorry. Schokolade. Da. Ich schätze mal so im Dezember rum, oder? Ne? Juni, Juli oder Februar, März rum. Also Februar halt. Juni oder Februar. 3,8. Puh, ja. Na gut, okay. Dann nehme ich gerade mal den Bürger hier. Lindner. Schick den heim. Was packt. Jetzt? Komm. Fahr doch jetzt. Hallo. Ike, jetzt mach doch, was du machen sollst. Bitte. Komm schon. Danke. So, jetzt kommen wir zum ersten Factsheet. Wieder von Gebote allesamt. Kommt ja jetzt die Tage des DLC. Glaubt man das wissen. Ach, der 29. müsste sein, richtig? Richtig. Beziehungsweise das müsste jetzt morgen sein, gell? Genau, morgen am Dienstag. Genau. Gut, bei mir dauert es ja wieder eine Woche, bis die Videos kommen. Ich nehme mir erst am Wochenende auf. So, da haben wir einen Kompaktlader. Und zwar der SSV 75. Ist wie gesagt ein Kompaktlader. Kostet 56.500 Euro. Hat 74 PS. Automatikgetriebe. 102 Liter Diesel. 19 km/h. Maximale Fahrgeschwindigkeit. Und wiegt 3,9 Tonnen.
Die ist ein Kompaktlader, wie die anderen Kompaktlader auch. Und es gibt dann noch einen zweiten Kompaktlader mit Bandlaufwerk. Genau. 56.000 ist ganz schön teuer, finde ich. Ich weiß nicht, die Größe, die Dinge größer sind als die hier. Ich weiß es nicht. Sieht man ja jetzt nicht. Ich glaube, es ist aber nicht großartig. 74 PS, ist ein Ticken mehr als der jetzt hier gerade. Den New Holland, aber. Ja, ist halt auch ein bisschen schwerer. Ja, gut, das muss man dann sehen, größenmäßig, ob da vielleicht Unterschiede gibt. Weiß ich nicht. Okay. Ach, ist er schon da? Perfekt. Dann stellen wir den wieder rein. Kriegen wir das hin im Tor? Ah, perfekt. Palettengabel brauche ich nicht mehr. Nicht so schnell. Naja. Ey, Tor bleibt offen. Ich brauch dich. Warte mal, Radio. Fällt mir gerade ein. Jetzt haben wir wieder. Oh, ich bin zu tief. Ups. Ja, so sieht das Ganze schon besser aus. Ja. Perfekt. Stell dir mal. Uiuiui, ist wirklich. Ups, so falsch, ne? Stell dir mal den jetzt hinten in die Halle rein. Ich wüsste nicht, dass ich den gerade brauche. Mein Gott, wenn ich ihn brauche, dann. Hol dich halt wieder. Okay. Wieso steht der? Oder hatte ich vorhin vor lauter Helfer-Ding? Gute Frage. Okay, den Rikitra kann man eben noch. Der muss noch abkippen. Ich hoffe mal, könnte sein, dass das Skyrim die Woche jetzt fertig wird. Könnte sein, vielleicht. Weiß man nicht. Achtung, Frau, ich sterbe, was ich Skyrim habe. Ah ja, gut. Juckt die wenig. Okay. Dann machen wir einen zweiten Factsheet. Das ist der Kubota M80 Series, diesen Traktor. Kostet 162.000. Hat PS von 180 bis 200. Automatikgetriebe, 375 Liter Tankvolumen für Diesel, 35 für AdBlue. Maximale Fahrtgeschwindigkeit von 50 km/h und wiegt 8,1 Tonnen. Jetzt vom Aussehen her hat er so US-Design. Jetzt was diese Überstände links und rechts betrifft, gehe ich aber mal von aus, dass es ja auch eine europäische Version geben wird. Denke ich jetzt mal, weiß man nicht. Sieht man da. Ist aber an sich ein schicker Traktor mit Zwillingsbereifung hinten. Ja, jetzt war auch nichts weiteres Besonderes. Würde ich jetzt sagen. Gut, dann ist der gleich voll. Und ich parke den Bührer schon nochmal um. Wenn er mal fahren würde, bitte. Ich habe jetzt wieder dunkel. So, bitte nicht in diese. Warte, so viele Bahnen sind das nicht mehr. Ja, ich habe gerade noch gesagt, bitte nicht in die Zugeröhre rein. Was mache ich? Fahr in die Zugeröhre rein. Wow. Meine Güte. Hat er keine Pflegebereifung, der Bührer? Gibt es, glaube ich, auch keine für. Nicht, dass ich wüsste. Gut. Während der abtankt, gucke ich gerade mal. Auto. Du hattest mal in der letzten Folge gesagt, wollte mal verkaufen. Dann fahre ich da jetzt einmal raus. Wenn es darauf geht. Wunderbar. Die Technik von heute, sie funktioniert. Gut.
Moin Händler, ich habe das Auto, glaube ich, schon nicht so lang. Ich schätze mal so 2, 3 Monate. Aber diesen 2, 3 Monaten schwankt bis auf heute eigentlich nur rum. Glaub meines Wissens. Ist ein schickes Auto von Lizard, ja. Aber ich brauche es halt echt nicht. Also, man kann was einladen, theoretisch. Aber nicht das Radkästchen da und den Kram, das. Nee. Nee. Lohnt sich halt einfach nicht für mich. Deswegen verkaufen wir das jetzt. Ja, 3 Monate, wie gesagt. Hat 0,8 Betriebsstunden. Das sind. Ja, ich würde sagen, ist 3 Viertelstunden gefahren. Kommt das hin? Ja, klar, kommt gut hin, ja. Ja, ist ein bisschen. Naja. Was ein teurer Begleiterpigramm. Aber. Tschüss. Oh, 22.000. Der Nachfolger holen wir mal gleich. Aber erst mal gucken, ob wir das mit den Hunden wieder hinstellen. Damit es hier weitergeht. Das ist nämlich mir ganz wichtig. Okay. Der kann nicht da stehen bleiben. Sonst meckert denn die Hunde gleich rum. Okay. Oder aus. Den schicken wir. Ich würde sagen, nächsten Tag dann los, oder? Ne, eigentlich kann man den letzten nur schicken, oder? Oh, ne, ich wollte es, glaube ich, selber machen. Genau, stimmt. Nee, ich gucke jetzt gerade mal wegen. Nachfolger vom Auto. Weil man könnte zwar auch ein Auto kaufen. Habe ich hier auch mal Schicke dabei. Sind, genau, Dodge. Hat aber auch wieder Radcash gut gehabt. Die Paletten sind gerade mal so breit. Aber ja. Brauche ich es nicht unbedingt. Oder so ein geiler Q8. Hier so ein R8 ist natürlich auch geil, kostet 220.000. Gucken, ob wir uns den noch leisten können, weil das Projekt geht ja nur bis Herbst. Bis dann das nächste DLC, das Expansion-Ding dann kommt. Wo der neue Map wieder kommt, da wollte ich ja dann das nächste Projekt anfangen. So lange geht er gerade ja noch. Oder so ein Tesla vielleicht, 80.000 mal wieder. Naja, nee, alles nein, wollte ich nicht. Ich will was Günstigeres. Mal was anderes. Ich wollte nämlich gerne einen Antonio Carajo Tigra Kart 3200 GST. Werden sich vielleicht manche denken, warum kauft ihr dieses komische Ding da? Ich finde es einfach, also, es ist halt geil, irgendwie was anderes. Kann was laden, ist halt nicht das Schnellste, aber muss ja auch nicht sein, warum? Ich finde es geil. Ah, das war dieser neue Mod. One-Down-Speicher. Genau. Ich finde es nur blöd, warum man nicht. Also, ich denke mal, dass er in diesem Zustand keine Spanngurte hat. Gehe ich jetzt mal von aus, weil. Ja, also, ich kaufe mal so. Ah, kostet 2000 Männer. Na naja, gut, dann kaufe ich ohne auf jeden Fall. Aufbau. Ja, gerne. So ein Fahrstuhl, wenn ich bremse. Bevor mir der Zucker hinten in den Nagel fliegt. Nee, danke. Breitreifen kosten 200 € mehr, deswegen brauchen wir sie nicht. GPS habe ich kein Geld, Felgenfarbe. Oh, schwarze, ne? Ah, Silber ist auch nicht schlecht, grau. Bin aber ein Fan von schwarzen Felgen, das sieht einfach geil aus. Gut, dann Nummernschild. Einmal R. Genau. HC. 1, 2, 3, 4, 5, was mit der Nummer 6? 7, 8, 9, 10, 11 fehlt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dann nehmen wir noch die 06, wenn wir keine haben. Bom, bom. Aber bitte in Schwarz. So wie jedes andere Fahrzeug auch. Vorne und hinten. Perfekt. Hinten, ach, da unten. Wunderbar. Dann bitte einmal kaufen.
Guck mal, haben wir einen Plus von 3000 Euro gemacht. Ja. Also ich bin nicht gefahren, von daher. Nicht den Bürger da reinschieben. Und der jetzt angestellt? Das mal einer erklären? Stell den jetzt einfach mal hier ein. Also nee, das war ein anderer Ding. Das war im Anziehen schon. Stell den einfach mal hier ein zum Fahren. Ich gebe die gleich erfolgreich beendet. Ah ja, erntet. Okay. Also, das würde mich jetzt mal interessieren, was das eben war. Aber das werde ich nicht zu Gesicht bekommen. Vielleicht sieht man es im Hintergrund irgendwie, aber. Nee, ich glaube, das sieht man nichts. Alter, ist der Erfel. Hä? Ich frage nicht. Ja, der erntet fröhlich. Ich bin verwirrt. Gut. Dann kommen wir noch zum letzten Factsheet, bevor wir jetzt schön das Gerät gleich holen. Ist nämlich so ein ähnliches Gerät, also ganz so, ist halt wie so der Gator oder ein anderer Ding. Und wie beim Computer DC schon einer kommt. Und zwar der RTV XG 850 Sidekick. Ist Kategorie Auto. Kostet 11.500 Euro. Hat 48 PS. Automatikgetriebe. 33 Liter Diesel. Maximale Fahrgeschwindigkeit von 65. Wiegt 929 Kilo, also nette Monotonne. Und kann 430 Liter von allen möglichen Laden hin. Ist halt ein Fahrzeug. Das ist genauso aus wie dem Mahindra oder der John Deere. Nur dass die nichts laden. Doch, die können auch laden. Doch. Wie viel können wir mal laden? 400. Das ist hier gerade das gleiche eigentlich. Nur preislich, ja. Günstiger. Der ist günstiger als die beiden. Ja, okay. Kriegen wir ja vier weitere dazu. Also. Ja. Zwei weitere. Der eine ist ja ein Viersitzer und der ist ein Zweisitzer. Was ja dann nach dem DLC auch im Multiplayer interessant wird. Weil ja auch der Beifahrer dazu kommt. Wo ich immer noch sehr gespannt bin. Ich weiß, es gibt schon Videos, wo die das DLC vorstellen. Habe ich mir nicht angeguckt. Ich gucke mir alles selber an. Und verdammt, das ist dunkel. Genau. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber das kann Auto von mir gefahren. Genau, ich hoffe mal, dass man nicht nur in Autos und Trucks und Dingen, wie es beistand, bei Fahrzeugen nach Traktoren vielleicht. Weil die Hoffnung steht wer zuletzt, weil von Traktoren stand halt nichts dabei, ich weiß halt nicht. Wäre halt schon scheiße, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, also, bringen sie ein geiles Feature mit rein, von offizieller Seite, Beifahrer. Und dann, gut, erstens ist das DLC gebunden. Finde ich schon mal eine Sache, okay. Und zweitens, wenn es nur in Autos und so geht, dann ist schon blöd. Weil Traktoren haben auch einen Beifahrersitz. 90% der Traktoren haben einen Beifahrersitz. Aber egal. Lassen wir uns überraschen. Ich guck mir das die Tage mal an. Und dann sehen wir es ja. Okay. Wo ist denn jetzt mein schönes Gefährt? In der Dunkelheit. Ist Schaltgetriebe, gell? Ja. Ei. Hui. Ah. Licht ist schon mal mega. Ich sehe nämlich nix. Dass der Händler auch keine Beleuchtung hat hier.
Ich sehe halt nichts. Kann ich hier was einstellen? Bügel einklappen? Ah! Also ich sehe zwar nicht viel, aber... Kann ich die Bügel runterklappen? Cool. Und Spanngurte halt. Ja, okay. Dann... Schalten wir mal hoch. Das ist eigentlich ein Knicklenker? Nee, das, mir ist gerade nicht so nach aus. Ich muss. Hey, ich sehe mal was. Nee, ist kein Knicklenker, okay. Aber es sieht schon geil aus. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich find's geil. So langsam ist das Ding doch gar nicht. Guck mal, drei. Oh, und das erste Schiff mitgenommen. Natürlich. Muss gleich eingeweiht werden, das war's. Ich find's geil. 40 km, also 30 ist doch echt nicht so langsam, finde ich. Dem Sound? Geile Hupe? Also. Ich find's mega, das Gerät. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich find's geil. Sag mal was anderes, ganz einfach. Moin, danke, dass du hältst. Ja, ich hub dir auch gleich mal was hier. Meine Güte. Ich meine, die läuft die Hupen. Ah, ja. Gut, bringen wir das nach Hause. Der Sound ist halt echt geil. Zieh es dann, öffne dich. Geil. Wie ich da drin sitze, Alter. Oh, ist das geil. Guckt es euch an, unsere neue Errungenschaft. Oh, ich find's geil. Aber gut. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Wenn ihr dieses wunderschöne Gerät in Einsatz ziehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Wird demnächst irgendwann passieren dann. Sogar von A nach B fahren und so. Und ja, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis nächste Folge dann. Tschüss.